Im ersten Arbeitsschritt zeige ich euch, wie ihr die Pinguinfüße nähen könnt. Ihr braucht hierfür zwei Stücke Jersey und zwei Stücke Baumwollvlies, jeweils mit einem Maß von 15 x 20 cm. Gerade Jersey ist ein Stoff, vor dem besonders Anfänger wahnsinnige Angst haben, weil er sich beim Zuschnitt verzieht und insgesamt auch zusammenrollt. Deshalb zeige ich euch, wie ihr die Pinguinfüße nähen könnt, ohne sie vorher zuzuschneiden. Nehmt hierfür euren Papierschnitt, den ihr vorbereitet habt, und legt ihn auf zwei Lagen Stoff, die ihr zuvor rechts auf rechts zusammengelegt habt. Rechts auf rechts bedeutet, dass die beiden schönen Seiten zueinander zeigen. Legt den Schnitt bitte auf eure Stofflage oben auf. Der Fadenlauf, also der Pfeil, der auf dem Fuß markiert ist, muss parallel zur Stoffkante verlaufen. Jetzt fixiert ihr den Schnitt mit einigen Stecknadeln rundherum. Und ganz am Schluss stecke ich eine Stecknadel zur Fixierung in die Mitte. Wir nähen jetzt einmal an der Papierkante entlang rundherum um den Papierschnitt und lassen dabei an der oberen geraden Kante eine ca. 4 bis 5 cm große Windeöffnung. Ich habe bei meiner Maschine den Obertransportfuß montiert, weil er den Vorteil hat, dass er alle Lagen gleichmäßig und ordentlich durch die Maschine transportiert und so keine Falten entstehen und nichts verrutscht. Wenn ihr den nicht habt, setzt den ganz normalen Steppfuß in eure Maschine ein und achtet darauf, dass sich beim Nähen keine Falten bilden. Gegebenenfalls einfach anhalten, die Falten glatt streifen und langsam drüber nähen. Wir beginnen jetzt an der oberen geraden Kante. Fixieren den Start mit einem Rückstichen, nähen genau bis zur Ecke. Halten an und lassen die Nadel dabei unten stehen. Jetzt näht ihr die gerade Strecke bis nach unten an der Papierkante entlang. So, und jetzt wisst ihr auch, die Stecknadel in der Mitte ist da, um den Schnitt ganz bis zum Schluss zu fixieren. Haben wir einen perfekt aufgenähten Fuß, den wir jetzt rundherum mit einer Nahtzugabe von ca. einem halben Zentimeter ausschneiden. Damit sich die Zehen vom Pinguin später faltenfrei in die Rundung legen, knipsen wir den Stoff hier mit kleinen Schnitten ein. Wichtig ist dabei natürlich, dass ihr die Naht nicht verletzen dürft. Auch hier oben an den Ecken schneiden wir die Nahtzugaben gut zurück, damit der Stoff sich später schön in die Ecke legt. Jetzt wenden wir den Pinguinfuß. Den Fuß wende ich mit einem Pinsel. Ich stecke den unteren Teil vom Fuß zunächst mal nach innen und schiebe dann mit meinem Pinsel das Innere nach außen. Ihr könnt dann die einzelnen Zehen gut mit dem Pinsel ausarbeiten. Dann den Pinguinfuß bügeln. Der zweite Fuß wird identisch gearbeitet. Wichtig ist nur, dass er dabei bedenkt, dass er unbedingt gegengleich gearbeitet werden muss, damit ihr später zwei verschiedene Füße habt. Deshalb legt ihr im zweiten Arbeitsschritt den Fuß einfach gegengleich, das heißt mit der Schrift nach unten auf euren Zuschnitt. Eure beiden fertigen Pinguinfüße sehen dann so aus. Für den Bauch nehme ich ein Stück weißen Vlies, der ebenfalls im Stoffbruch gefaltet wird. Stoffbruch befindet sich an der gefalteten Stoffkante. Fixiere den Papierschnitt mit einigen Stecknadeln. Das ganze Teil ist gleich mit dem Rollschneider zu schneiden. Fertig ist euer Bauchzuschnitt. Ganz wichtig ist hier, der Bauch ist eine Applikation. Hier müssen keine Nahtzugaben zugegeben werden. Als nächstes nähen wir den Bauch auf das Handtuchteil vom Poncho. Legt hierfür das Handtuchteil mit einer der kurzen, also 63 cm langen Seiten, vor euch auf den Tisch. Darauf platzieren wir mittig
bündig mit der unteren Kante abschließend unseren Zuschnitt für den Bauch. Den stecken wir jetzt rundherum mit einigen Stecknadeln fest. Und jetzt nehmen wir das Teil mit der Maschine fest. Entweder könnt ihr einen großen Zickzackstich wählen, könnt ihn schmalkantig feststecken, da der Vlies in der Regel nicht franzt, oder aber ich habe mich für einen Zierstich meiner Bernina entschieden. Ich verwende den Stich Nummer 22 der B350. Auch hier habe ich wieder den Obertransportfuß an meiner Maschine montiert, da er dafür sorgt, dass alle Lagen gleichmäßig durch die Maschine transportiert werden. Fertig ist euer Pinguinbauch. Und aus dem verbliebenen Jerseyrest schneiden wir jetzt noch die Tasche für den Pinguinbauch. Auch hier faltet ihr den Stoff wieder rechts auf rechts und steckt das Schnittmuster für die Tasche im Stoffbruch auf. Ihr könnt das Teil jetzt entweder mit einem Zentimeter Nahtzugabe ausschneiden oder aber ihr näht das Teil genauso, wie ich es euch vorher bei den Füßen gezeigt habe. Als nächstes nehmen wir die Tasche rundherum zusammen. Wichtig ist dabei, dass ihr in einer der geraden Seiten eine ca. 4 cm lange Wendeöffnung lässt. Näht zunächst ein kleines Stück an der Papierkante entlang, Ende verriegeln und dann den Stoff aus der Maschine. Lasst etwa 4 cm Platz und setzt dann die Naht fort. Anfang wieder voll zu verriegeln. Und schneidet das Teil mit einer Nahtzugabe von ca. einem halben Zentimeter aus. Damit sich die Spitzen nachher schön in Form legen, schneidet ihr am besten die Enden leicht zurück, ohne dabei die Naht zu beschädigen. Das Teil wenden. Hier könnt ihr es wieder mit dem Pinsel sehr schön ausarbeiten. Dann die Tasche noch bügeln. Fertig. Als nächstes bereiten wir die Applikationen vor. Hierfür übertragen wir die Vorlagen vom Schnittbogen einzeln auf die glatte Seite vom Vliesofix. Vliesofix ist ein temporäres Klebevlies, mit dem ihr die einzelnen Applikationsteile auf dem Hintergrundstoff fixieren könnt. Wichtig ist dabei, dass ihr beim Zeichnen keinen zu weichen Bleistift verwendet. Ist der Bleistift zu weich, bleiben große Teile am Bügeleisen haften und ihr verschmiert damit später euren Stoff. Zeichnet jetzt die Teile nacheinander einzeln ab. Schneidet jetzt alle Teile grob aus. Wir bügeln jetzt die einzelnen Zuschnitte aus Vliesofix auf die entsprechenden Applikationsstoffe. Wichtig ist dabei, dass das Vliesofix immer mit der rauen Seite nach unten auf die Rückseite der entsprechenden Stoffe gebügelt wird. Achtet darauf, dass das Vliesofix immer kleiner ist als das Stück Stoff, das ihr verwendet, damit euer Bügelbrett nicht verschmiert. Jetzt kurz mit Druck bügeln. Und dann wird das jeweilige Teil so exakt wie möglich ausgeschnitten. Wenn ihr alle Teile ordentlich ausgeschnitten habt, könnt ihr das Trägerpapier auf der Rückseite entfernen. In der Regel lässt es sich ganz leicht ablösen. Sollte das einmal nicht funktionieren, dreht es einfach in der Mitte mit einer Stecknadel an und zieht es von innen nach außen ab. Richtet jetzt alle Teile an entsprechender Stelle auf dem Hintergrundstoff aus. Das Gesicht auf einem der Vorderzuschnitte für die Kapuze
Guck dabei in der Regel hat auch Frotte eine rechte und linke Seite. Auf der rechten als auf der schönen Seite sind die Schlingen meistens gleichmäßiger. Dort wird auch eure Applikation platziert. Die kleinen Details, wie jetzt hier zum Beispiel die Füße, liegen minimal unter dem Pinguinkörper. Das heißt, die Applikationsteile überlappen ein kleines Stück. Und jetzt fixieren wir alle Teile durch Bügeln auf dem Hintergrundstoff. Ganz wichtig ist dabei, wenn ihr Teile auf Vlies bügelt, verwendet eine sehr, sehr geringe Temperatur oder aber legt ein Bügeltuch darüber, denn Vlies ist nicht so hitzebeständig wie Baumwolle. Jetzt applizieren wir alle Einzelteile auf den Hintergrundstoff. Damit sich der Stoff durch die enge Raupennaht nicht zusammenzieht, legen wir ein ausreichend großes Stück Stickvlies unter die Arbeit. Damit er nicht verrutscht, fixieren wir es mit einigen Stecknadeln. Verwendet zum Applizieren am besten einen speziellen Applikationsfuß mit transparenter Sohle, damit ihr genau seht, wo es lang geht. Für besonders schöne Übergänge bei den Applikationsnähten appliziert ihr am besten von hinten nach vorne. Das bedeutet konkret, dass ihr Teile, die im Hintergrund liegen, vor jenen im Vordergrund appliziert. Das heißt am Beispiel des Pinguins, appliziert ihr zuerst die orangen Füße, dann den schwarzen Körper und zum Schluss den weißen Bauch. Ihr könnt entweder mit einem eng eingestellten Zickzackstich eurer Nähmaschine oder mit einem besonderen Zierstich applizieren. Ich zeige euch zuerst den Zickzackstich. Wählt nach eurer Maschine den ganz normalen Zickzackstich, lasst die Stichbreite regulär bestehen und reduziert die Stichlänge je nach gewünschter Dichte der Raupennaht auf 0,3 bis 0,5 mm. Die Applikationsnaht sollte ganz exakt die Stoffkante umschließen. Alternativ könnt ihr auch mit einem Zierstich eurer Nähmaschine applizieren. Wenn alle Applikationen fertig sind, wird das Stickvlies auf der Rückseite wieder entfernt. Ihr könnt es ganz, ganz einfach ausreißen. Für den Fall, dass euch die kleinen schwarzen Augen vom Pinguin zu klein sind, um sie zu applizieren, könnt ihr sie einfach mit Sticktwist von Hand aufsticken oder aber mit einem schwarzen, permanenten Textilstift aufmalen. Die Fischgräte in der Hand vom Pinguin und das Kreuz im Sternauge sticken wir mit Sticktwist auf. Damit es leichter geht, zeichne ich die Konturen zuvor mit einem Trickmarker auf dem Vlies an. Ein Trickmarker ist ein Filzstift, der nach kurzer Zeit im Stoff wieder verschwindet. Ein Sticktwist besteht immer aus 6 Fäden. Damit meine Stickerei schön filigran wird, verwende ich nur 1 Faden. Jetzt die einzelnen Konturen von der Fischgräte von Hand aufsticken. Für die Aufhängung vom Pinguin-Badeponcho nehmen wir ein 14 cm langes Stück vorgefalztes Schrägband, das wir einmal mittig falten. Die offene Seite, also die nicht schöne Seite, liegt dabei innen und dann steppen wir es schmalkantig zusammen. Für die Haare vom Pinguin teilen wir jetzt eine der Jersey-Kordeln in etwa 3 gleich große Teile. Diese steckt ihr dann oben mittig auf eurem Pinguin. Faltet jetzt euer vorbereitetes Schrägband mittig zur Schlaufe. Die offene Oberkante zeigt jetzt zur Stoffkante. Fixiert sie mit einer Stecknadel und wenn ihr wollt, könnt ihr auch das Band mit einigen Stichen zusätzlich festnähen, damit es gleich beim Zusammennähen nicht verrutscht. Made to create.